bereits seit über einer Woche, haben wir hier den Luxus, auf unseren neuen Fußboden zu laufen, und wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wie wir uns bei der Verlegung des Fußbodens angestellt haben, das erfahrt ihr heute. Wir sind übrigens Ilan und Anja und freuen uns, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ja, Ilan hat es schon gesagt, wir haben endlich unseren Tiny House Fußboden verlegt. Und was wir vorab auch dazu sagen möchten, es ist kein typischer Tiny House Leichtbau Fußboden. Nee. Wir haben tatsächlich in dem Punkt das Thema irgendwie ein bisschen vernachlässigt, weil wir auch so viel Häuslichkeit und Wohnlichkeit wie möglich reinkriegen wollten in also unser bewusst, Haus. Also bewusst vernachlässigt. Falls ihr auch ein Leichtbau-Tiny-Haus vielleicht bauen wollt oder das plant, diese Böden, die wir verwendet haben, sind nicht optimal dafür geeignet. Nee. Und hoffentlich machen sie uns am Ende keinen Strich durch die Rechnung. So viel erstmal zum Anfang. Welchen Boden haben wir überhaupt gewählt? Im Hauptbereich unseres Hauses haben wir uns von Haro für ein Kork-Parkett entschieden, in dem wir uns eigentlich sofort verliebt haben. Da war gleich klar, den wollen wir haben. Nach Absprache mit dem Händler, wo wir den Korkboden bezogen haben, haben wir eben erfahren, dass das fürs Badezimmer allerdings nicht geeignet ist, für Nassträume, und dass man dort vielleicht eher zum Beispiel auf den Vinylboden gehen soll. Da haben wir dann entsprechend so einen Designboden von Egger gewählt. Welches Werkzeug haben wir verwendet? Wir haben einmal verwendet eine Knacke von Wolfkraft. Dann haben wir einen Schlagklotz verwendet, und für die Ecken, wo wir dann eben nicht so gut schlagen konnten, weil es eben viel zu eng war, haben wir dann eine Art Winkel in Verwendung gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Ein Schlagwinkel nennen wir es jetzt einfach mal. Ein Multitool, denn was wäre ein Leben ohne Multitool? Achso, ohne Stichsäge. Ein Stichsäge, ja. Ein Leben ohne Multitool. Und alles war wirklich im Einsatz. Fangen wir erstmal am Anfang an. Wir haben nämlich bei der Verlegung im zweiten Zimmer gestartet. Wie ihr wisst, haben wir unsere Heizkonvektoren verblendet mit einem Pappelsperrholz 6 mm. Und da sind entsprechend auch Lüftungsschlitze. Und uns war ganz wichtig, dass der Korkboden auch unter diesen Schlitzen noch sichtbar ist. Also, dass nicht der Boden plötzlich aufhört. Das heißt, dazu haben wir diese Wandverkleidung einfach nochmal abgenommen, ganz entspannt den Boden verlegt und dann die Verkleidung wieder dran. In diesem Fall hat das gut funktioniert im kleinen Zimmer. Wir haben es den Boden ganz gut verlegen können. Eine Stelle war ein bisschen schwierig, ne? Du hast ja das kleine Zimmer. Die Treppe war schwierig. Also die Treppe auszuschneiden, das war nicht ganz ohne. Aber wir wissen auch, dass das alles verkleidet wird im Nachhinein. Das heißt, die unterste Stufe, die wird dann auch noch so verkleidet, dass man diesen Ausschnitt gar nicht mehr wirklich sieht. Was ich auch etwas schwierig fand, waren die Übergänge zum nächsten Zimmer. Also von dem Kleinzimmer rüber ins Badezimmer. Das fand ich sehr, sehr schwierig, weil man da auch irgendwie mit der Treppe noch kalkulieren musste. Das Ganze als ein Stück dann auch zuschneiden musste. Und da sind die Lücken, sind mir persönlich etwas zu groß geworden. Das sieht man an den Seiten, an den Rändern. Das müssen wir dann irgendwie kaschieren im Nachhinein. Dann ging es eigentlich weiter mit dem Badezimmer. Und da haben wir vorher noch eine PE-Folie ausgelegt, eben für Nassräume. Und es war ganz interessant, weil sich der Eggerboden fürs Badezimmer genau seitenverkehrt hat verlegen lassen. Das heißt, der Haro-Boden wurde von rechts nach links verlegt und der Eggerboden von links nach rechts. Und dann auch nicht direkt Reihe für Reihe, sondern die erste Reihe von dem Eggerboden, die musste erstmal über Kreuz laufen. Da hat dann das erste Außenstück gar nicht rangepasst und wir dachten, komisch, bei dem Korkboden war das doch so, aber jeder Boden lässt sich dann doch minimal anders verlegen. Ja, und der war halt hauchdünn, also der hat ja nur eine Stärke von 5 mm im Vergleich zu dem Haro-Boden, der hat ja 11 mm Stärke und der ließ sich zwar besser knacken, der Eggerboden, aber irgendwie saßen die Teile nicht so gut ineinander. Da musste man nochmal öfters nachschlagen oder nachhelfen. Das klickte nicht so schnell ein wie bei dem Korkpaket. Und man hat natürlich ein Muster, welches man einhalten wollte. Und das war auch ein bisschen schwierig, weil wir ja ein sehr schmales Haus haben mit 2,20 Meter Innenfläche. Und somit ist gar nicht so leicht war, immer den richtigen Versatz hinzukriegen. Wir haben uns da aber relativ schnell reingefuchst und irgendwann ging das auch. Aber wie gesagt, beim Eggerboden mussten wir immer mal wieder nachschlagen. Da rastete das nicht ganz so schnell ein. Vielleicht lag das auch an der Stärke des Bodens. Es gab noch eine Veränderung oder eine Schwierigkeit, wo es ein bisschen länger gedauert hat. Und das war bei der Toilette. Wenn ihr unser Video zur Trockentrenntoilette von Trovolo gesehen habt, wenn nicht, verlinkt es nochmal, wisst ihr, dass wir die nochmal etwas nach links versetzen wollten. Also in der Positionierung verändern. Und demnach mussten wir erstmal ein neues Loch durch den Boden bohren. Das war recht unkompliziert, haben das dann mit PU-Schaum nochmal abgedichtet.
Und dann konnte final auch die letzte Reihe unseres Badezimmers gelegt werden und dann waren wir mit dem Thema auch durch. Ja, wichtig war nur, dass die letzte Reihe auch dann gelegt wurde, bevor wir den PU-Schaum von unten reindrücken, damit der nicht oben rausquillt. Das war uns also ganz wichtig, weil der dehnt sich ja ziemlich aus und man sollte den, glaube ich, nur oder die Löcher nur ein zu ein Drittel befüllen mit dem oder zwei Drittel. Waren das. Und das quillte auch richtig raus nach unten hin. Das heißt, wir haben oben erstmal den Fußboden fertig verlegt, die Toilette angeschlossen, dann auch draufgelegt, damit wir auch ein bisschen Gewicht haben. Und dann haben wir erst von unten den PU-Schaum aufgefüllt oder mit Dämmschaum aufgefüllt. Kommen wir zum Wohnzimmer. Wir haben ja damals in Detmold noch die Heizungsverkleidungen angebracht und das ziemlich aufwendig auch verschraubt mit dem Ständerwerk, so dass wir die Hoffnung hatten, dass der Fußboden drunter passt. Perfekt bündig reingeht, ne? Leider nicht. Das heißt, anstatt diese Verkleidung wieder abzunehmen, wie wir das im kleinen Zimmer noch machen konnten, das war jetzt hier in diesem Fall nicht mehr so einfach im Wohnzimmer, haben wir gesagt, okay, ist egal, wir sind wahrscheinlich schneller und effektiver, wenn wir das einfach unten etwas abschleifen oder beziehungsweise abschneiden mit dem Multitool. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, sodass es dann runterpasst. Ist natürlich nicht so clean oder so sauber der Abschluss, als hätten wir den Boden einfach drunter schieben können, wie wir es geplant haben, aber auf jeden Fall besser, als wenn der Boden vorher aufhört, weil man kann ja reingucken und man sieht dann auch die Konvektoren bzw. dann auch das XPS und das wollten wir einfach vermeiden. Also als dann einmal die Vorbereitung eigentlich getroffen war und wir mit dem Multitool alles soweit dann angepasst hatten, lief die Verlegung auch recht gut. Auf dem Podest war es eigentlich unkompliziert, nur eben sehr schwimmend verlegt das Ganze, weil der Kork oder der Korkfußboden irgendwie nicht zu 100% hält. Da müssen wir nochmal irgendwie sehen, wie wir das Ganze befestigen. Da werden wir wahrscheinlich vorne noch den verschrauben oder an den Seiten. Weil du ja nicht wirklich eine Wand hattest, ja, ne? Wir haben also keine du Wand. Hattest die Küchenfüße und alles war sehr... Ja, und wo habe ich angefangen? Das war auch ein kleiner Fehler von mir, ehrlich gesagt. Im Nachhinein haben wir das dann gemerkt. Wir arbeiten ja von rechts nach links und ich hätte wahrscheinlich an der Podesttür anfangen müssen, weil da ist ja auch wieder das gleiche Problem, welches wir ja schon im Wohnzimmer hatten. Die Verkleidung, die wir definitiv nicht abnehmen wollen. Das heißt, da den Boden drunter zu kriegen im Nachhinein, war natürlich ein ganz schöner Krampf und hat auch dafür gesorgt, dass wir vorne... etwas blöde Stellen haben, die wir vielleicht hätten vermeiden können, wenn ich einfach dort angefangen hätte. Also, dass man an sowas vielleicht denkt, da wo der Boden am sichtbarsten ist, da vielleicht auch anzufangen, dann ist es auch schön gerade und alles schön sauber. Und da, wo er nicht sichtbar ist, ist es halt egal. Da kann man auch mal sich irgendwie verschneiden oder vertun, das ist halt so. Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass wir persönlich mit unserem Ergebnis, nachdem wir auch das erste Mal einen Fußboden verlegt haben, eigentlich sehr zufrieden sind. Es gibt 2-3 Stellen, wo der Boden noch besser hätte bündig sein können. Das kann aber auch an diesem Parkettboden liegen oder keine Ahnung. Es gibt 1-2 Nähte, die hätten für uns noch glatter sein können, wenn man mit der Hand drüber fährt. Das sehen aber, glaube ich, auch nur wir. Da sind wir sehr penibel. Ansonsten sieht es wunderschön aus. Der Boden ist genau so geworden, wie wir es uns vorher auch ausgemalt haben. Also da sind wir sehr happy. Ja. Es sind glücklicherweise auch schon die ersten Übergangsleisten angekommen für das Badezimmer zum Beispiel. Mhm. Die zeigen wir euch noch kurz. Die sind, wie gesagt, noch nicht installiert. Aber wir haben uns in dem Fall für Edelstahl gebürstet entschieden. Und hatten erst überlegt, gehen wir vielleicht eher in den Goldton, weil das so schön mit Kork harmoniert. Am Ende sind wir dann aber doch bei Edelstahl gelandet und haben uns auch für das gesamte Haus in dem Bereich, alles was mit Leisten zu tun hat, für Edelstahl gebürstet entschieden. Und ich glaube... Oder matt. Ja, genau. Gebürstet oder matt. Oder matt. Und damit sind wir bisher sehr happy. Wie gesagt, die Verlegung zeigen wir euch mal in einem anderen Video. Das war's eigentlich auch schon. Wenn ihr da noch Fragen habt, dann hinterlasst diese gerne unten in den Kommentaren oder auch Anmerkungen. Wenn euch das Video also gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Da freuen wir uns. Und wir sehen uns in einer Woche wieder. Ciao. Tschüss.